Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play The Last of Us Remastered. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Aber, ja, wir machen jetzt hier weiter mit Ellie zum Rathaus bringen. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Sicher sind. Ja, ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Nee, wäre schön, wenn Glück ewig halten würde. Es endet wohin irgendwann. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Da lang. Lass doch hier mal ein bisschen umgucken. Ah, hier ist schon. Hier ist auch irgendwas. Hm, hier ist auch mal. Hier ist schon eine schöne Wand. Wie kommen wir über diesen Truck? Das weiß mal ich. Mal sehen, ob wir was finden. Ganz ruhig, ein bisschen. Warte. Ich hab keinen Bock, dass ich von denen gleich dermaßen auf die Schnauze bekomme. Müssen alle sein. Na klar, noch, aber dann. Schön mal den Kopf. Okay, dann mal los. Okay. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Und das war schon und das schnell. Los, kommt. Klettert hoch. Okay. Boah. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Sie kommen. Ich weiß. Du hast da was am Schuh. Was? Oh! Oh, danke. Eklig. Ein bisschen, ne? Möchtest du es mitnehmen als Souvenir? Wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam es zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschrocken hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut.
Die Türen sind hier fantastisch. Ah, das müssten wir vielleicht nochmal durchladen. Über diese Türen. Ah, natürlich auch wieder einmal ein sehr, sehr gutes und hübsches Gebäude. Das ist wirklich toll erhalten gewesen. Ist wirklich, wirklich toll erhalten. Tess! Die eigentlich. Ach, da unten war der noch. Achso, er war da unten noch zugange. Hat sich irgendwie wehgetan. Ja, gut. Ah, hier kann man durch. Ah, sehr schön. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los! Schieß! Ich lebe! Ich werde außen rumgehen. Wir sind hier. Tess! Renn! Renn! Scheiße! Okay. Tess. Oh Gott. Ja, gut. Fuck. Kommen aber zwei Klicker entgegen. Scheiße. Komm ich ja gar nicht durch. Muss ich da überhaupt durch? Nee, muss ich nicht, ne? Dann hier durch. Hier durch. Okay. Oh oh. Da geht die Post ab. Was ist denn los, Kumpel? Beruhige dich. Beruhige dich doch mal. Und leg dich hin und denk über deine Taten einfach mal nach. Genau. Das Mädchen!
Oh ja, ich wollte schon. Oh, nur viel. Ja. Okay. Klappen wir ein bisschen. Hallo. Wer will noch? Wer will? Wart noch nicht. So, was? Gott. Du willst auch noch was? Wie ist das denn? Hey, lass ihn in Ruhe! Oh Gott! Komm schon! Wo ist der nächste? Da! Hallo! Wie geht's? Kann ich helfen? So! Das war verdammt knapp! Ah! Hab ich gute Schläge ausgeteilt, ey! Was ist denn, Tess? Hier lang. Wir haben es überlebt. Wir müssen irgendwie rüber. Da ist es. Unser Zielort. Vorsicht. Okay. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen. Ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Weiter, Kleine. Alter, es ist schon Tag. Wie lange prügeln wir? Wie lange sind wir schon unterwegs, ey? Oh, da hinten liegt noch was. Brauche es, glaube ich, nicht mehr. Sieh mal an. Er hat ein Feuerfallzeichen auf dem Arm. Befehle. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Treffpunktbereich patrouillieren. Alles wird gut. Okay. Treffpunkt. Das muss einfach. Treffpunktbereich patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut genährt und besser genährt sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Mensch. Bist du ja gut genährt? Ach toll, wir, die da hinbringen, kriegen nichts. Ja, danke. Ja, da. Na gut, okay. Für die ist Ellie wohl auch so eine Art, Heilmittel. Aber woher weiß man überhaupt, dass es klappt? So, jo, sie ist halt immun, so. Aber woher weißt du jetzt, dass es klappt, nur weil sie immun ist? Ihr Körper hat das irgendwie, keine Ahnung, diesen Virus annehmen kann und irgendwie bekämpfen kann oder was auch immer. Woher weißt du das denn, dass es halt die nächste Person kann? So, dann, so, Na also. Sag mal so, wenn jetzt. Endspurt, Tess.
jetzt einer gegen HIV-Bakterien immun ist. Man soll einfach kommen, dann nimmt man das Blut von dem und spritzt es jemand anderem und dann ist er auch immun oder dann wird er davon geheilt. Das funktioniert ja so auch nicht. Die Frage ist jetzt, wie sie man da aus ein Heilmittel macht, weil das... Ne? Nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber, ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Mach ich gerne. Ist übrigens mein Hobby. Das mach ich auch mal gern. Durch Zombiehorn prügeln. Wenn ich das nicht mache, so an einem Tag, so, dann fühle ich mich auch einfach nicht so ausgeglichen. Das schon. So. Nee, deswegen, wie willst du da so ein Gegengemittel herstellen? Das ist irgendwie... gut, sie ist ja nun jetzt hier gegen immun. An diesen Zombie-Virus. Aber wie willst du da jetzt ein Gegenmittel rauszapfen, wenn man sich das mal überlegt, oder? Oder ist es einfach nur so, oh ja, die Ellie, die ist ein Heiligtum, sie ist immun, komm, lass da mal was machen, mal gucken, ob es klappt. Ich glaube eher, ist das nach dem Prinzip funktioniert. Ich traue den Fireflies jetzt nicht zu, dass ich weiß nicht, ob die jetzt hohe Ärzte haben. Keine Ahnung, traue ich denen nicht zu. Nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Ach. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Wir sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Scheiße. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Ja, Leute, ohne uns stirbt sie da. Ach du Elend. Oh nee. Ja klar, irgendwann ist es halt vorbei, da hat sie recht. Man überlebt halt.
Obwohl man sowieso irgendwann halt stirbt. Und selten in Altersschwäche. Meistens stirbt man dann an Zombie oder klebt sich dann an Zombie. Ja, Leute, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne liken, Kommentar und ein Abo hinterlassen. Was für ein krasses Ding, ey. Scheiße. Ja. Wir haben versagt. Oder naja, versagt haben wir nicht. Sie haben versagt, die Fireflies. Und wir müssen sie jetzt zu Tommy bringen, ja. Machen wir dann in der nächsten Folge. Dann bringen wir sie zu Tommy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss. Bis dann.